Jay Leno, er scherzt sein brandneues Gesicht. Jay Leno, 72, nimmt seine schweren Verbrennungen mit Humor. In einem Beitrag für das Wall Street Journal scherzt die Talkshow-Ikone über seine Verbrennungen zweiten und dritten Grades. 8 Tage später hatte ich ein brandneues Gesicht. Und es ist besser als das, was vorher da war. Jay Leno erlitt Mitte November bei einem Brand schwere Verbrennungen. In seiner Garage hatte sich wohl beim Schrauben an einem Auto Benzin entzündet. Der Doc-Mister trug im Gesicht, am Hals, den Armen und an der Brust Verbrennungen davon und musste sich Hauttransplantationen unterziehen. Am 22. November wurde Leno aus dem Krankenhaus entlassen. Es war ein Unfall, das ist alles, schreibt Jay Leno nun. Jeder, der regelmäßig mit seinen Händen arbeitet, wird irgendwann einen Unfall haben, so der Autonarr. Wenn Sie Football spielen, bekommen Sie eine Gehirnerschütterung oder ein gebrochenes Bein. Bei allem, was man tut, gibt es einen Risikofaktor. Klagen will der ehemalige Moderator der Tonight Show nicht, es gibt nichts Schlimmeres als weinerliche Prominente, schließt er. Wenn man darüber scherzt, lachen die Leute mit.